Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Tagesanbruch. Hat ja doch funktioniert. Ja, und zwar sieht es so aus, dass ich das Spiel umgezogen habe. Ich spiele jetzt nicht mehr auf meinem Server, ich habe das jetzt lokal auf dem Rechner. Muss ich mal die Frames im Auge behalten, aber ich denke, das wird schon... Autsch! Oh, nicht dein Ernst. Jetzt habe ich mir auch noch Knöchel gebrochen. Sehr gut. Ah, Moment, kann ich das? Splint. Splint. Kann ich nicht bauen, weil ich keinen Stoff bei habe. Stoff war hier. Richtig. Ach, Leute, Leute, Leute. Was ich alles für ein Krams mit hab. Und ich hab noch einen Kommentar bekommen. Nicht nett. Schmeiß dir mal einen Strohballen unter dein Fenster. Unter deinen Fluchtweg. Hättest du mal drauf gehört. Haben wir den jetzt fertig? Da, oh, ich hatte noch einen. Jetzt habe ich das Duct Tape und sonst aufgegeben. Oh, Mann. So, nein, das drücken wir. Und dann brauche ich das. Einmal Wasser bitte. Danke schön. Das da rein, das da rein. So, ich habe mir nämlich einen Zettel geschrieben. Also grundsätzlich erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für all eure Kommentare. Also es ist, jeder Tipp ist hier was wert. Ihr habt es gesehen, ich bin tippbedürftig. Und von daher immer weiter so. Tatsächlich, ich bin gerade direkt neben denen vorbeigerannt und die haben mich nicht gesehen. Wie dämlich können die eigentlich sein? Egal. Also, wie gesagt, jeder Tipp, bin für jeden Tipp dankbar. Und es kam jetzt zurzeit auch viel vom Raven. Der hat scheinbar einmal die komplette Staffel nachgeguckt, so unter Motto. Ja, was mir natürlich zugute kommt, er hat mir den Tipp gegeben, zum Beispiel, was mir hängen geblieben ist, habe ich extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ich soll mich doch, wenn ich irgendwas kaputt kloppe, hinhocken. Ja, denn da gibt es mehr Ausdauer wieder. Also die Regeneration der Ausdauer funktioniert dann schneller. Des Weiteren hatte ich eigentlich überlegt, nochmal zum Händler zu gehen, um mir noch ein bisschen Metallwerkzeug zu machen. Ja, aber mit einem gebrochenen Bein den Weg jetzt vielleicht eher nicht so sinnvoll. Oh, ich bin aber auch blöd, ne? Und ihr habt schon geschrien. Ja. Gut. So viel dazu. Dann schmeißen wir hier mal das Händlerzeugs wieder rein. Das war das nämlich. Und das hier auch noch. Den können wir das Eisen wieder zurückschmeißen. Die Knochen brauche ich dann ja wohl auch nicht mehr. Hatte ich die da oder da? Ich glaube, die hatte ich hier. Dann müssen wir noch Pfeile machen. Heißt Holz. Komm, komm, komm. So. Dann haben wir das. Dann können wir nämlich Duct Tape machen. Mit Stoff. Zack. Und was fehlte jetzt noch? Vor allen Dingen, ich habe Hunger. Okay. Den habe ich auf jeden Fall. Das auch. Das Electrical Parts fehlen noch. Electrical Parts. Die Lampe würde ich jetzt eher ungern auseinandernehmen. Habe ich eine Wrench bei.
Haben wir noch was zu essen fertig? Hier. Ah, gleich erstmal ein bisschen Stamina wieder. Das ist sehr gut. Beziehungsweise Wellness. Wie sieht denn das aus mit einer Tanke? Wir hatten hier nochmal eine Tanke. Haben wir das schon abgebaut? Woppala. Das war keine Tanke, das war Bobs Café. Oder? Waren auch Zapfsäulen. Ich weiß, eine Tanke war gut für dieses Gelumpatsch. Oh, da liegt ja wer. Hocken wir uns mal hin. Sind das die Parts, die wir brauchen? Also ich hoffe mal, dass alles gut gegangen ist beim Exportieren hier. Denn... Wie ihr oben rechts seht, spiele ich noch die 16.2, da die 16.3 ja einen Neustart empfiehlt. Die haben ja irgendwie den Random Gen Generator da überarbeitet und deswegen... Ja, empfehlen Sie da dringendst einen Neustart. Das. Dann können wir uns jetzt einen Mining Helm machen. Geil. Gehen wir hier lang, damit wir die nette Dame da hinten nicht wecken. Huch, nicht in Kaktus. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich halt noch die 16.2 spiele. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt mal gucken wollte, wie das hier bei mir auf dem Rechner läuft, damit ich denn einfach mal sagen kann, einfach her mal sagen kann, ich möchte die Version wechseln. Also vorher mit dieser Steam CMD ging das auch ganz gut, aber mit den Updates und das fand ich immer ein bisschen mühselig. Deswegen gucken wir einfach mal, dass das jetzt auch ohne funktioniert. So, wo haben wir den Helm und das Zeugs reingeschmissen? Oh Mann, ey, Leute, es ist schon ein paar Tage her, dass ich jetzt hier geguckt habe. Ist jetzt äußerst unvorteilhaft, ich weiß. Wo habe ich denn das Zeug hingepackt? Bin ich jetzt doof? Aber das würde selbst bedeuten, dass ich dann trotzdem nochmal zum Händler laufen müsste. Glaube ich. Sag mal. Hallo? War ich das oben? Ich hatte doch. Ich höre euch schon alle schreien. So, pass auf. Also, so doof wie ich bin, den Helm habe ich bestimmt auf. Genau. Fehlt mir noch die Taschenlampe. Und die Taschenlampe habe ich da reingelegt. Oh. So, und jetzt brauche ich. Komm, wir machen es einfach. Wir tun es einfach. So, das kommt da rein. Nein, das kommt da rein. Haben wir denn jetzt alles? Den habe ich auf. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sehr gut. Dann können wir nämlich das hier lassen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch mal ein bisschen was an Glumpatsch finden. War das der Händler?
Jo, das ist der Händler. Können wir hier zwischendurch noch ein bisschen was von Jukka einsammeln? Juckert mich nicht. Und heute ist Hordennacht, Freunde. Ach so, ein paar Heilbandagen wollte ich mir noch mal machen. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon, obwohl ja, aber gesagt und schon brauchte er eine. Aber ich sehe gerade, ich habe 5 im Gürtel. Das sollte ja passen. Aber was juckert denn meine Narbe heute so? Ich will mal nicht so. Hast du mich gesehen? Oh ja, das ist sehr gut. Ja, was war noch an Tipps? Ich bin ganz schlecht mit Tipps. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich sowas vor der Aufnahme nochmal durchgehe. Was wurde mir noch gesagt? Also, einerseits, wie gesagt, die Stamina-Regeneration beim Hinhocken. Dann sollte ich doch nochmal gucken. Das. Aua! Aua! War das gerade ein Feraler? Nein, das war so ein alter. Gut. Dann sollte ich nochmal gucken. Wie schnell ich mich ablenken lasse. Das ist der Hammer. Was wollte ich sagen? Ach so, Brass. Ja, ich wohne wohl in einem Brass-Haus. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber, die Anzeichen kenne ich dafür, danke. Und zwar hängt draußen vor einem Haus manchmal eine Lampe. Und wenn die aus Brass ist, also Kupfer, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass man dieses Haus mal genauer angucken sollte. Denn dann sind da manchmal, meistens immer, weiß ich nicht, auf jeden Fall meistens noch mehr Messingteile. Ne, Kupferteile. Brass. Messing. Kupfer. Brass halt. Und so wie Wasserhähne oder andere Lampen und so. Ja, und dann kann man sich das Ganze angucken und. Du hast mich nicht gesehen, ne? Nein, der Geier hat mich nicht gesehen. Sehr schön. Und dann kann man sich das genauer angucken und dann kann man halt mit so einer Wrench zum Beispiel. So Lampen und sowas auseinandernehmen. Was halt durchaus vorteilhaft ist. So, dann weiter. Immer so am Hecheln. Ah ja. Des Weiteren gab es noch einen Kommentar, dass es diese Regeneration von Leben noch gibt, wenn man genug isst. Das ist gut zu wissen. Allerdings ist das wohl relativ gering, was halt auch gut zu wissen ist. Deswegen wurde mir ja ans Herz gelegt, dass ich lieber Heilbandagen mache. So, jetzt huschen wir erstmal hier rein, um die Taschen leer zu machen. Warum denn? Guck mal hier, können wir das verkaufen? Nein, dann kriegst du das auch nicht. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir die ganzen Waffenteile und so zu Hause gelassen. Aber wir sind ja so clever, ne? Wir vor allen Dingen. Ihr habt bestimmt alle geschrien. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer schon gelacht hat, als ich losgerannt bin. Waren bestimmt einige. So, Hallöchen. Dann schmeißen wir hier doch nochmal das rein und nochmal das rein. Und nochmal. Ach so, ich habe auch gelesen,
Es soll, Woodframes sollen besser sein zum Heizen. Woodframes. Ich brauche für ein Woodframe zwei Holz. Ein Woodframe macht 2 Minuten 30, zwei Holz wiederum machen 1,40. Tatsächlich. Also ist es sinnvoller, hier mal so ein bisschen was von reinzulegen. Turn on. Was brauche ich für eine Päcker? Machen wir andersrum. Ich kann wieder nicht schreiben hier. So, Iron Pickaxe brauchen wir 20. Wir haben 15 und haben gerade noch 3 angeschmissen. Richtig. Sehr gut. So, dann schmeißen wir das da rein. Wo ist die Workbench? Chemiestation. Hier muss auch irgendwo eine Workbench rumstehen. Da hinten. Hier macht. Ist die kaputt? Kann man die reparieren? Warum ist die kaputt? Kann man die Forge auch nutzen? War da oben noch eine drin? Haltet mich jetzt für doof, aber ich dachte, ich hätte da die Workbench zum Nutzen. Ich wollte mir jetzt den Mining Helm bauen. Ungünstig. Airdrop. Wo denn? Entschuldigung. Das ist jetzt aber echt äußerst ungünstig. Ich wollte doch eigentlich. Mano. Geht das wirklich nicht? Nochmal genau gucken. Ich meine, da steht ja auch Destroyed Workbench, aber. Du Mining Helm für mich. Ich habe auch keine Kohle mit, ne? Oh, wie blöd. Naja, ich habe auf jeden Fall den Tipp bekommen, Mining Helm finde ich im Autos. Könnte ich noch mal nachschauen. Verdammt. Hier ist auch verdammt schlecht, jetzt Holz zu holen. Ich wollte nämlich eigentlich noch Holz farmen für Pfeile. Stein habe ich ja noch ein bisschen. Arrow. Arrow. Das ist jetzt echt ungünstig. Oh, ja. Ich würde sagen, ich überlege mir noch mal, wie das hier alles funktioniert. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und ja, dann wird wohl auch die Horde an die Tür klopfen. Knock, knock. Mal schauen. Ja, Freunde. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.